Der Kürbis. Warte. Drei Bürsten. Das war eine. Eine Bürste. Tja. Wo die anderen sind, ist das auch eine gute Frage. Eine Kanne. Okay. Nein. Da. Eine Schere. Nein, die Schere ist nicht gemeint. Ah ja, das ist ja die Schaufensterpuppe. Eine Raupe. Na Räubchen, wo bist du denn? Das ist eine Schnecke. Das ist eine Eidechse. Da, die Raupe. Objektträger. Nee, das ist eine Flasche. Da. Ein Sieb. Da. Ein Frosch. Da. Ein Spiegel. Drei Schnecken, okay. Da ist eine Schnecke. Da ist die zweite. Und die dritte. Nein, ist da. Gut. Zierkamm. Oh Gott. Da haben wir noch eine Bürste. Da haben wir den Gelbbeutel, wollte ich gerade sagen. Nee, doch nicht. Tja, warum wir jetzt ein Zierkamm? Tja, keine Ahnung. Der Gelbbeutel. Da, Stielglas. Da haben wir den Zierkampf. Und da haben wir schon ein sehr schönes Geheimnis lüften. Jawohl. So, 15 Kerzen und 15 Herzen. Erstmal die Herzen. Jawohl, da haben wir nämlich schon gleich alle. So, und jetzt noch die Kerzen. Das wird natürlich jetzt nicht so einfach. Okay, ist auch keine Kerze gewesen. Da haben wir eine, da haben wir eine, da haben wir eine. Tja.
Tja, wo haben wir denn Fluchtherzen? Da, da. Da nicht. Da haben wir eine. Da haben wir eine. Das ist keine Kerze, okay. Da haben wir noch eine. Da haben wir noch eine. Fünf Kerzen fehlen mir noch, okay. Und die kriegen wir aber auch noch zusammen. Auf jeden Fall. Da haben wir noch eine. Da haben wir noch eine. Tja. Und jetzt verlässt mich das Glück. Da haben wir noch eine. Wow, da noch so eine große. Nee, das ist keine Kerze. Da haben wir aber noch eine. Tja, wo haben wir jetzt die letzte? Welche Form hat die denn? Oh Gott, so ein dünnes Ding, ey. Ist das die hier? Nee. Die ist aber fast gerade. Tja, gut Frage. Wo könnte die sein? Ach, hier. Okay. Wie schnell doch ein Mensch der Sünde verfiel, wenn er nur verfolgte sein böses Ziel. Während der Pastor noch bedachte sein finsteres Verlangen, würde er schon bald vom Zorn des Hessen umfangen. Und da ist der Pastor auch leider jetzt vom Hessen geschnappt worden. So. Das war jetzt Kapitel 5, ne? Jetzt müsste Kapitel 6 kommen. Jo. Lady Marie. Die dürfen wir in der nächsten Aufnahmesession dann begutachten. Lady Marie saß am Tisch und starrte in die Ferne. Ihre Türen waren fest verschlossen, denn sie wollte ihre eigene Zukunft lesen. Die Zauberknochen fielen und sagten einen schweren Sturm voraus, der großes Übel bringen sollte. Vielleicht hatte sie ja doch zu viel Unrecht getan, denn so oft sie die Karten auch neu mischte, sie zeigten nur Tod und Verderben, glaube ich. Okay, der Text geht immer da so schnell weg, wenn da die letzten Zeilen immer kommen. Das finde ich ein bisschen blöd, aber okay, muss man halt durch. Okay, meine Lieben, ich würde mal sagen, ich höre jetzt erstmal auf in Kapitel 6 und dann geht's ja, bald weiter. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall wieder sehr freuen, wenn ihr dann wieder reinschauen würdet bei Mystery Legends ein Sleepy Hollow. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und man sieht sich bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüssi.